Scheiße, verdammt. Haltet die Augen nach Infos offen. Hupala, was ist denn hier passiert? Hier gab's wohl... Hallo? Hier hatten wohl Leute eine Menge Spaß, so wie es aussieht. Entweder wohnten hier Messis oder hier gab es eine Party. Eins von beiden. Warum da Sentinel bei der Party dabei war? Na, vielleicht war es ein Sentinel. Was geht denn mit ihm? Wie unehrenhaft kann man denn sterben? Warum sind die alle tot? Ja, erstmal den vergammelten Kürbis eingesteckt. Na klar, Nomad. Sonst keine Probleme. War das Essen vielleicht vergiftet? Er hat eine Wasserpistole. Und ein Auto. Der hat generell Spielzeug. Aber alle tot? Aber es haben nicht alle Einschuss, nicht alle Schusswunden. Haben die Sentinel denn Schusswunden? Da liegt ja auch noch einer. Oh, dem sein Kopf ist ein bisschen... Der guckt in die falsche Richtung. Wie sieht's denn hier aus? Der hat keine Schussverletzung. Er hat, so wie es aussieht, eher einen offenen Bruch und einen, ja, einen nicht offenen. Gehen wir mal nach oben. Ja, die hatten wohl Spaß. Alle zusammen. Was geht, was denn hier los? Kann ich den runterschießen? Jo. Licht aus. Komm. Die hat gekotzt. Und zwar ordentlich, so wie es aussieht. Die wurde erwürgt. Guck mal, die wurde erwürgt. Die hat Würgemale am Hals. Und auch total blutunterlaufene Augen. Also, ja, die wurde erwürgt. Die wurde erwürgt. Was geht mit ihm? Moonshine. Der wurde auch erwürgt. Wurden die alle erwürgt? Haben wir noch irgendwo mehr Leichen, wo ich noch gucken könnte? Ja, hier wurden nicht erwürgt. Aber auf jeden Fall wurden ein paar von denen erwürgt. Was war da los? Da oben müssen wir offenbar hin. Kommen wir denn da hoch? Gibt es eine Leiter oder sowas? Ja, eine Treppe geht auch. Ach, eine Kiste, die ist natürlich wichtiger als der Partyvorfall. Nicht erwürgt? Keine Ahnung. Und eine krasse Drohne. Verunstaltete Drohne. Erinnert ein bisschen an Watch Dogs. Untersuchen wir das Teil doch einfach mal. Wenn ich heute den Punkt noch finde, wo ich es untersuchen kann. So, wir haben Aufklärungsdaten gesammelt. Achso, nee, ich kann die wählen. Okay. Jetzt haben wir sie gesammelt. Und was war's? Finden Sie heraus, wo die Lieferdrohne herkam. Das Etikett Kontrollstation Viper 2 ist auf der verunstalteten Drohne zu sehen. Sentinel-Soldaten in der Region Infinity wissen mehr. Wo sind wir denn? Wir sind in Infinity. Also müssen wir nur hier irgendwo ein paar Sentinel-Soldaten finden. Das dürfte kein großes Problem sein. Wenn ich mir das hier so anschaue. So. Feuer auf mein Kommando. Feuer auf mein Kommando. Roger, bin unterwegs. Alles so. Sie sind tot. Ja. Und jetzt? Weh, einer schießt auf den. Dann steig doch nicht ein, du Vollidiot! Meine Fresse! Ich wollte den greifen, Mann! Oh. Gut, er hatte eh keine Infos, aber Alter, warum steigt er denn in das scheiß Fahrzeug ein? Mann! Gibt's doch nicht. Heilige.
Solche Probleme gibt es bei Breakpoint am laufenden Band eigentlich. Dass man eine Waffe aufhebt, obwohl man Infos sammeln will. Oder dass man, keine Ahnung, eine Waffe aufhebt, obwohl man jemanden befreien will. Immer diese Überlagerungen. Sind natürlich auch gerade mal schön, die... Ja, die Verbände weg. So, der hier hat Infos. Gibt es da noch mehr von den Gegnern? Da ist einer. Das ist aber kein Sentinel-Soldat. Das ist ein Bauarbeiter. Weil ich jetzt sauer bin, hau ich den einfach im Nahkampf weg. So. Team, wartet hier. Team, Position halten. Will nicht mehr. Dann mache ich es eben selbst. Positionen halten. Roger, wir halten die Stellung. So. Ich will nämlich was ausprobieren. Weiß nicht, ob das hier überhaupt geht. Ja, es wird wohl gehen. Ich hoffe, er entdeckt mich nicht vorher. Das wäre bitter. Ich hab Angst. So, jetzt Tarnung und Bauchlage und dann neutralisieren. Es hat nämlich einer von euch mir in die Kommentare geschrieben, dass es da eine geile Animation gibt. Das war sehr unspektakulär, aber war vermutlich der Tatsache geschuldet, dass da dieses Ding da steht. Toll, einfach weggetreten. Und dann, bam, tritt's ihn voll aus dem Bild. Moin, was los? Verdammt, bam. So wird's gemacht. Hallo. Verdienen wir uns unser Geld. Ah, ich bin auf der Suche nach diesem Ort. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Dies sind nicht die Informationen, die ihr sucht. Dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, da vorne stehen noch ein paar Sentinel-Soldaten, wenn ich richtig... nicht richtig sehe, jawohl. Und da hat auch einer Infos. Zwei. Okay, es sind vier Soldaten. Zwei davon haben Infos. Wie machen wir das? Einfach alle umlegen und dann von dem letzten dann die Infos holen. Ah, von hier aus sehe ich sie nicht alle. Es waren doch vier, oder? Habe ich mich so hart verguckt? Schiele ich wirklich so hart, dass ich da vier gesehen habe, obwohl da nur drei sind? Sieht ganz so aus. Nehmt ihr den Rechten. Nehmt ihr den Rechten. Geh in Stellung. Ja, mein Problem ist, dass ich in letzter Zeit immer, bevor ich irgendeinen Befehl gebe, dann zuerst mal so sage und dann erkennt das Voice Detect den Befehl nicht. Zielt auf den mittleren. Zielt auf den mittleren. Irgendwie habe ich es nicht mehr drauf. So, dann nochmal. Okay. Ziel auf den zweiten. Feuer auf mein Kommando. Das geht. Ich glaube, ich muss mir meine Commands mal noch mal genau angucken, was geht und was nicht. Okay. Jo. Was? So. Du wirst verhört und dein Kamerad fällt dann tot um. Ich bin gar nicht hier. Ihr seht mich nicht. Gut. Dann schieß mal los. Was war denn da los? Sag mir alles, was du weißt. Mehr weiß ich nicht darüber. Bitte tu mir nichts. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Ich muss also zur Kontrollstation... Oh, es ist doch tot umgefallen. Zur Kontrollstation Viper 2 gelangen. Wer hätte das gedacht? Und ja, östlich des Moor-Deltas ist die wohl. Vasili, so funktioniert das nicht mit dem Beifahrer auf dem Motorrad. Viper 2. Viper 2, Viper 2.
Cape Provence haben wir Humo Delta, wo ist das? Das klingt wie ein Fluss. Checkpoint Viper Delta. Das ist ein Checkpoint, also muss die Base ja auch irgendwo da sein. Warum sehe ich denn das Humo Delta nicht? Ach, weil es in der Region New Stirling ist. New Stirling ist hier. Murmur Delta. Da sind die Murmur Rivers und da ist das Murmur Delta. Und das Ding ist wo? Südwestlich von Cape Providence, östlich des Murmur Delta. Also wahrscheinlich hier. Ich weiß nicht, wo Cape Providence ist. Das ist wahrscheinlich dann hier. Aber ja, es wird dann wohl hier sein. Also ein ganzes Stück, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich dort. Und da sind wir auch schon am Checkpoint. Nein, nicht am Checkpoint, sondern an der Kontrollstation Viper 2. Und hier sollen wir noch keine Ahnung was tun. Irgendetwas. Das werden wir wohl gleich erfahren, sobald wir uns der Basis etwas nähern. Wir haben auf jeden Fall einen Haufen Soldaten hier. Keine Drohne, so wie ich das sehe. Da oben ist ein Scharfschütze, habe ich gerade den Kopf gesehen da. Haben wir denn unsere schöne Sicht? Moment. Warten wir erstmal. Einfach durchsuchen, alles klar. Können wir ja alles töten, was da sonst da im Weg steht. Chaka. Yeah, Level up. Sind wir ja fast Max-Level. Wobei ich schon überlegt habe, für die Nebenmission auf meinen Hauptcharakter zu wechseln. Mach einfach deine Arbeit. Denn bei dem habe ich die ganzen Nebenmissionen schon freigeschaltet und muss die nicht mehr separat suchen. Ja, hier auch dann kann ich sie einfach wiederholen. Ach, guck mal, hier müssen wir auch genau hin. Perfekt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da los war. Huch. Diese Drohnenlieferkarte zeigt verschiedene Routen und Ziele für den Schwarzgebrannten. Die Standortdaten der Drohne weisen den Burnside Obstgarten als Versandstelle aus. Ah, das war der Moonshine. Der Schwarzgebrannte, ja, der XXX Moonshine. Da war der wohl vergiftet, ne? Aber das erklärt nicht die Würgemale an den Hälsern der 2-3 Partygäste. Erklärt sehr wohl aber die Kotzspuren von der einen Erwürgten. So, Burnside Obstgarten. Dann schauen wir uns da doch mal um, oder? Frag die Mission? Jawohl. Wie weit ist das weg? 600 Meter knapp. Können wir so machen. Oh, das ist eine Kiste. Der Scharfschütze hat vorhin auch nichts gesehen. Hey, eine Kiste. Irgendwie eine Miste. Was rappelt in der Kiste? Ein paar Materialien. Ich hoffe, ich finde nichts. Ich habe noch 3 Wochen übrig und dann bin ich weg. Das war der Scharfschütze, der das gesagt hat. Nee, das war nicht der Scharfschütze, der das gesagt hat. La 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 la. Wow, das war doch mal ein Einsatz, der des Titels Ghost würdig ist, oder? Ich meine, die 2 Wachen hätte ich fast müssen töten. Ich hätte sie auch können weglocken. Aber ansonsten war das echt geil. Und die Wachen wurden, also die Leichen wurden nicht entdeckt. Irgendwo hier müsste doch noch mein Motorrad liegen, mit dem ich hier angekommen bin. Dem könnte ich dann die 600 Meter überbrücken. Wo ist es? Moment, haben wir gleich. Da liegt's. Hat Tarnung in Bauchlage gemacht. So, alles klar, dann. Wohin? Erstmal Peilung. Da. So, oh Gott, oben ist nur. Ne, das ist ein Zivil. Ne, ist eine Wache. Das ist kein Zivilist. Ah, okay. Die müssen wir also verhören. Ich sehe hier schon was.
Ja, komm. Hier. C4 werde ich hier wohl nicht brauchen. Deshalb nehme ich hier mal den Schneidbrenner und schneide mich einfach hier durch den Zaun. In meinem Gebiet ist nichts. Hier auch gesichert. Pass auf, jetzt kommt bestimmt gerade da drin eine Wache oder so, die mich dann sieht. Das wäre einfach genau mein Glück. Komm, geht doch. Mein Gott. Ist manchmal. Oh Gott. Wer, wo? Wo sind. Ah, guck. Ah, er ist runtergegangen. Oh, da hinten ist auch noch einer. Um Gottes Willen. Hat aber keine Infos. Hier ist nichts zu sehen. Verstanden. Da ist drin noch jemand. Da ist noch jemand drin oder drauf. Vermute ich. Um Gottes Willen, ich habe voll Angst. Das hier ist ultra unübersichtlich. Da steht einer. Der Infos. Sieht nicht so aus. Oh, eine 416. Ich liebe die 416. 416, G36. Die mag ich. Er liegt da, als würde er irgendwie auf dem Bauch liegen und Gameboy spielen oder so. Oder Switch. Oder mit dem Handy. Oder sonst was. Guck mal, da ist ein Teil. Oh, eine P90. Wäre auch geil gewesen. Kommt der andere nochmal hoch hier? Oder hoch hier? Ja. Nähert sich. Er kommt hoch. Sehr gut. Gut, jetzt muss ich mich nur irgendwo verstecken. Damit ich mir den greifen kann. So. Bevor er die Leiche entdeckt. Hallo, mein Freund. Was weißt du denn über den vergifteten Schwarzgebrannten? Okay, Arschloch. Erzähl mir, was du über diese Schmuggleroperation weißt. Wirklich, mehr weiß ich nicht. Bitte lass mich gehen. Oh Mann, das habe ich schon gedacht, weil Nomad so, ja, einen richtigen Dialog hatte, oder eine richtige Dialogzeile, dass die Antwort dann auch darauf aufbaut, aber naja, gibt es leider recht selten hier im Spiel, dass man wie bei Wildlands richtige Verhördialoge hat. Es gibt einen Vorrat vom Schwarzgebrannten im nördlichen Teil der Farm und wir sind natürlich im südöstlichen Teil. Das ist ja mal wieder prima. Dann arbeiten wir uns mal langsam nach vorne. In diesem Gebäude, da gehen wir hier über die südliche Seite. Vielleicht über die ganz südliche Seite, so komplett raus nochmal. Also, heute bin ich ja mal richtig in Form. Pass auf, und gleich ist die Kacke wieder am Dampfen, weil ich irgendwo nicht aufgepasst habe. Weil ich es jetzt gesagt habe. Ja, ja, Fury. Die Furie. Nein, nur schlaue Leute verstecken sich. Oh, das hört sich an nach Corona. Richtig gut. Leute sollten zu Hause bleiben, außer es ist absolut notwendig zu reisen. Alter. Ich guck zu viel Hand auf Blatt. Ich wollte gerade schon sagen, Mashallah. Ah, aber ich guck zu viel Hand auf Blatt. Definitiv. In letzter Zeit vor allem. Okay, hier geht's nicht weiter. Da können wir uns aber auch nicht durchsensen. Das ist nicht lustig. Wenn jemand erfährt, dass wir die Leichen gefunden haben und abgehauen sind, stecken wir richtig in der Scheiße. Siehst du mich hier lachen? Ich mein's ernst. Was ist eigentlich passiert? Wir müssen was unternehmen. Ich weiß.
Also halt mal kurz die Klappe. Hören wir da doch mal zu. Ja, denk nach, du Arsch. Ich brauche einen Drink. Gib mir mal die Flasche. Ist das dein Ernst? Ich habe irgendwo noch eine halbe Zigarette. Sagen die nicht mehr? Schade. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Also hier ist doch durch den Haupteingang. Schade, dass die nicht mehr sagen. Schlechte. Ah gut, der dreht sich um, geht weg. Gehen wir rein. Wir wissen ja, dass da die zwei Wachen sind. Können wir einen erschießen und den anderen schnappen. Keine Ahnung, ob der noch irgendwas weiß, aber... Vielleicht erschießen wir auch einfach beide. Bam. So. Was gibt's denn hier so? Was haben wir denn jetzt durch diese Flaschen bekommen? Das ist ein Glas mit Schwarz gebrannt und dieses Glas ähnelt denen, die auf der Party gefunden wurden. Das hat uns sehr weitergebracht, ja. Suchen Sie den Burnside Obstgarten am südlichen Bürogebäude, gibt es mehr Informationen. Ja, natürlich müssen wir jetzt wieder komplett zurück. Natürlich! Ist ja nicht so, als wären wir eben im südlichen Büro, oh Gott, im südlichen Bürogebäude gewesen. Na klar. Habe ich Ablenkungsköder? Ja, natürlich habe ich Ablenkungsköder. Hier. Ich benutze die Dinger viel zu selten. Scheiße, was war das denn? Ja, geh mal gucken. Ich sehe mir das mal an. Ja, mach mal. Dann mal los. So, ab geht's. Geil. Also Stealth heute... Stealth läuft heute im Gegensatz zur deutschen Sprache. Beziehungsweise Stealth ist ja Englisch. Nein, wir waren gar nicht im Süden. Doch, doch, natürlich, da waren wir doch drin eben. Guck mal, unsere Kameraden sind sogar noch da. Meine Güte. Dann gehen wir wieder eben. Also Grammatik ist, also des Todes. Dann gehen wir eben wieder durch unseren bereits gelegten Zugang. Ja, hier auch gesichert. Bist du mit deinem komischen Knoten mal beim Arzt gewesen? Der neue Scharfschütze hatte vor kurzem mal sowas. So. Wir müssen alles nach Infos absuchen. Nein, müssen wir nicht. Ich lass mir von dir doch nicht sagen, was ich machen muss. Was du ja machen. Ja, hier ist nichts. Hättet ihr auch sagen können, dass hier draußen nichts ist. Jo, so ist das. Ich würde ihn jetzt echt gern wegsnacken, aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Es läuft gerade so gut. So, dann gucken wir jetzt mal an dem Laptop. Was haben wir denn da runtergeladen? Eine Tonaufnahme. Abspielen funktioniert irgendwie nicht so. Na gut, dann ebenso. Was glaubst du, ist mit diesen Zivilisten passiert? Keine Ahnung, vielleicht stecken die anderen Offiziere dahinter. Hab gehört, Leute hängen nördlich der Dunbeck Farm ab. Aber hey, du bist der Commander. Und du der Schnapsbrenner. Sollten wir eine Patrouille schicken? Jemanden alarmieren? Wenn du willst, geht ja um deinen Kopf. Ich halte mich raus. Nee, halt mich raus. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt vermutlich diesen Commander verhören. Nee, den Schwarzbrenner. Okay. Östlich der Misty Falls. Wie weit ist das weg? Natürlich, 2 Kilometer. Alles klar, dann sehen wir uns dann gleich wieder dort. So, da sind wir dann auch schon beim Versteck des Schwarzbrenners. Schauen wir doch mal, was hier so los ist. Ich habe die Aufnahme jetzt schon hier gestartet, weil ich nicht weiß, ob hier noch Wachen sind. Ich würde es eigentlich fast vermuten. Hier ist die Distille, alles klar. Durchsuchen Sie das Versteck. Gerne doch. Wir müssen nach Aufklärungsdaten suchen. Ja, dann nehmen wir die... Oh.
Schwarzbrenner-Operation beenden, ohne dass wir überhaupt wissen, was los ist. Na toll, unten heben. Okay. Knapp. Nun. Wir wissen nicht mehr, was los ist und trotzdem sollen wir hier die Operation beenden. Na gut, dann. Team, zu mir. Kommt zu meiner Position. Roger, wir kommen zu dir. Ich würde mal vermuten, dass das nicht... Ja, ich will euch Süßkartoffeln und Granatäpfel klauen, das will ich. Ich vermute ja mal, dass hier gleich dann die Kacke am Dampfen ist. Ich glaube nicht, dass das unbemerkt bleibt. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, wusste ich es doch. Ich kenne das Spiel mittlerweile einfach viel zu gut. Was ist denn nur so ein... Och, nur die paar Wachen. Oh, machen wir den Schalldämpfer wieder drauf. Soll ich den verhören oder töten? Töten, alles klar. Beide. Der ist aber ein Scharfschütze. Und er steht einfach da. Tja, sein Pech. Komm, gib nicht so an. Doch. Ich flexe gerne mit meinen Headshot-Skills. Ah, ich brauch den Kopf. Hier, wunderbar. Zack. Ich hab doch beide getötet. Aber das andere war gar nicht der Schwarzbrenner. War gar kein Schwarzbrenner. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wer ist der andere? Ist der da drin? Nö. Nur eine Vityas MP. Tech schwört ja auf die. Ich habe sie tatsächlich noch gar nicht gespielt. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug oder ist das gewollt? Ich guck mal, wo diese Stimmen herkommen. Die, ich sehe nichts Verdächtiges Stimmen. Nun. Oder lebt er noch? Nee, der ist tot. Mausetot. Ich hab ja irgend... Ach, da oben. Direkt da vor mir. Das wird wohl ein Bug sein. Kann mir nicht vorstellen, warum der sonst da so rumsteht. Na gut, dann. 2, 1, Risiko. Jo, das war definitiv ein Bug. Und da hinten geht es irgendwo ab. Schauen wir da mal vorbei. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann, glaube ich, in der nächsten Folge mit bei meinem Hauptaccount, wo ich dann einfach die Nebenmissionen, die ich schon gemacht habe, wiederholen werde. Damit ich die nicht immer noch mal neu suchen muss. Jo, dann bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.